Ja, herzlich willkommen. Ich möchte dir heute meinen besten pflanzlichen Freund hier im Schwarzwald vorstellen, der hier, als wir vor 3 Jahren hergezogen sind, mich willkommen geheißen hat. Eine Pflanze, die stark wie der Bär ist und ihre Blätter sind ideal als Küchengewürz, vielseitig verwendbar. Eine Pflanze, die einfach auf den ganzen Kuhweiden massenhaft wächst, wenn man im Schwarzwald zu Hause ist. Also eine Pflanze, der ich vorher noch nie begegnet war, die ich dir aber wirklich ans Herz legen möchte. Lern mal ihre Kräfte kennen. Viel Freude. Die Bärwurz, eine Pflanze bärenstark für Küche, Hausapotheke, für Kuh und Mensch. Ich bin Christoph Pollack, Gründer von Naturzusammenklang und möchte dich einladen, diese Pflanze wirklich kennenzulernen und Leute zu fragen: Kennst du eigentlich die Bärwurz? Denn es ist eine tolle Pflanze und mein Ziel wäre es, dass wirklich alle Leute, die im Schwarzwald wohnen und da, wo es die Bärwurz einfach massenhaft gibt, dass sie wirklich sie gut kennenlernen und auch zu verwenden wissen. Die Bärwurz wächst meist auf solchen Kuhweiden, wo sie ihr frisches Grün und duftendes Grün uns entgegenstreckt. Sie wächst gerne in Gesellschaft, selten allein, und ihre Blätter sind ganz weich und lassen sich leicht erkennen an dem Geruch, der so an Fenchel, an Anis erinnert. Bärwurz ist ja auch ein Doldenblütler, wie man dann ganz gut hier zum Beispiel erkennen kann. Sie ist eine durch und durch gesunde und wertvolle Pflanze und die Blätter können wir wirklich wie ein Gewürz ernten und verwenden. Er heißt auch Fenchel der Alpen und wo sie wächst, da können wir sie dann eben auch entsprechend verwenden. Frisch über Ratatouille oder zu Tomaten oder Zucchini oder gesammelt für einen Haustee die Blätter. Die Blätter der Bärwurz sind ziemlich gerbstoffhaltig, also zusammenziehend, und wenn wir sie roh und frisch von der Wiese essen, bekommen wir meistens einen trockenen Mund. Das Gegenmittel haben wir aber gleich parat, denn ein Stückchen von der Wurzel regt sofort wieder den Speichelfluss an. Graben wir mal eine Wurzel. Diese Wurzeln sind wie eine Bärentatze und diese behaarte Wurzel legen wir dann zunächst einmal frei. An dem aromatischen, stark aromatischen Geruch, an dieser Art Wurzel und an den Blättern. Dann nehmen wir mal ein Stück in den Mund und es gibt etwas Herbes, es gibt so etwas unmittelbar Scharfes, Pfeffriges und dann entfaltet sich so eine richtige Explosion an Bitterem, wie es auch bei Harz ist. Wenn man zum Beispiel Fichtenharz schmeckt, dann hat man auch diesen Geschmack. Unglaublich wärmend und vor allem auch so bitzelnd. Es bitzelt auf der Zunge und im Gaumen und regt sofort den Speichelfluss an. Wenn du jetzt geduldig bist, dann verändert sich das, wenn du den Brei im Mundraum verteilst. Und dann spürst du sofort diese Anregung auf die Atemwege. Der Atem wird ganz frei. Oh, es ist, als hätte man ein wunderbares Mentholbonbon zum Beispiel im Mund, wo der Atem ganz, ganz frei wird und da zeigt sich auch schon die Anwendung auf die Atemwege. Dann entfaltet sich so nach 1, 2 Minuten so ein lakritzartiger Geschmack, ganz süßlich, auch irgendwie so leicht honigartig, ganz wohlig wärmend und ich spüre immer dann wie ein Bärenpelz, der sich so wie ein Freund, wie ein Kumpel warm um einen legt, beziehungsweise wie bei vielen Grimms Märchen auch so dieser Bärenhäuter, also dieser Schutz, der eine warme Decke um dich herum gibt. Diese Wurzel, die vermittelt einem genau das. Es ist einfach eine Wohltäterpflanze. Die Blätter gut, die Wurzel gut, die ist durchgehend eine positive, gute Kraft. Wenn du mit der Zunge über die Zähne gehst, spürst du, wie alles so richtig sauber wird und richtig, als hättest du jetzt die Zähne geputzt. Und selbstverständlich
die leichten Bitterstoffe, hat das eine verdauungsfördernde Wirkung. Wie wir es ja auch kennen von solchen Pflanzen wie Kümmel, den Kümmel, den wir zu Speisen hinzufügen, wenn etwas schwer verdaulich ist. Ja. Ja, was mache ich nur mit den Wurzeln? Die Wurzel kann gut in eine Frischpflanzentinktur verwandelt werden, einfach klein schneiden, mit einem guten, ca. 40%igen Alkohol übergießen und dann hast du die Kraft der Bärwurzel lange Zeit. Wenn wir die trocknen, verliert sie relativ rasch ihr Aroma. Auch wenn meine Kinder gerne die kleinen Scheibchen getrocknet als Betthupferl am Abend, auch nach dem Zähneputzen noch gerne zu sich nehmen, das wärmt, macht ein wohliges Gefühl, das mögen, lieben die wirklich sehr. Von daher empfehle ich eine Tinktur. Man kann es auch trocknen natürlich und für einen Tee daraus machen. Aber wie gesagt, habe ich das Gefühl, man muss sie eher frisch verwenden oder eben als Tinktur haltbar machen. So viel zur Bärwurz für heute. Helft mir mit, diese Pflanze noch bekannter zu machen. Überall, wo sie wächst meistens über 800 Metern Höhe, eben wie gesagt viel im Schwarzwald, aber auch in anderen Gegenden. Finde mal heraus, wo sie überall wächst, ob du Menschen kennst in dieser Gegend und dann frag die, ruf die an, schreib denen eine Nachricht und frag, sag mal, kennst du eigentlich die Bärwurz? Hast du die schon mal gesehen? So ein duftendes Kraut, das ja wie der Fenchel ist, aber eben auf den Bergen wächst. Und gebt ihnen den Link zu diesem Video, gebt ihnen Informationen, fragt mal, wenn sie euch besuchen, ob sie nächstes Mal eine Pflanze mitnehmen, wenn sie euch besuchen. Also lasst euch einfach da inspirieren, denn und helft mir mit, vor allem dieses Ziel zu erreichen, dass 100% der Menschen, die in einer Bärwurzregion leben, auch diese kennen und für sich und für ihre Tiere zum Nutzen verwenden können. Das wäre ein ganz großer Wunsch. Unten, wenn du möchtest, einmal den Hinweis auf die 5 Finger zeige zum Pflanzenwesen. Vor allem, was du damit bekommst, auch ist, dass du den Zugang zu wöchentlichen E-Mails mit kostbarem Inhalt bekommst. Also von daher überlegst dir einmal, ob du dich nicht da eintragen möchtest. Würde mich sehr, sehr freuen. Ganz herzliche Grüße von Christoph und wir sehen uns wieder. Macht's gut.